vielleicht ein Tag. Hä? Was bedeutet das? Prince Twilight. Prinz Tira war ein Verräter, also habe ich ihn ausgeschaltet. Ist er vielleicht noch am Leben? Woran denkst du? Seiji! Du wirkst völlig abwesend, so kenne ich dich gar nicht. Was ist los? Diese Blume. Blume? Sie lag auf dem Tisch, als ich vorhin nach Hause kam. Vielleicht ist Prinz Twilight ja doch noch am Leben. Das darf doch nicht wahr sein. Liegt dir etwa immer noch was an ihm? Na hör mal, spiel ich nur nicht so auf. Dieser Kerl hat immerhin zur Pentaclaw gehört und das weißt du genau. Aber er... Er ist tot, das musst du kapieren und hör mit diesen Hirngespinsten auf. Musst du meine Gefühle verletzen? Du hast die Sensibilität eines Dampfhammers, das wollte ich dir schon lange sagen. Nö. Na ganz toll. Da hab ich's mal wieder geschafft. Die Falle im Weltall. Hannis größte Krise. Dieser Philosoph lehrt uns, dass eine zerzauste Frisur Ausdruck einer Verwirrtheit des Geistes ist. Ebenso gibt uns das Gewicht der Tasche Auskunft darüber. Was ist mit dir, Hanni? Du wirkst so traurig. Ich habe mich mit Seiji gestritten. Worum ging's denn? Erzähl schon, Hanni! Hey, Sie, da werden Sie wohl sofort still sein und zuhören! Jawohl! Was ich damit sagen will, ist... Unverschämtheit! Wer trampelt da über den Korridor? Oh mein Gott, was für ein... Etwas ganz Furchtbares ist passiert, Hanni! Es muss etwas geschehen! Zum Thema des Tages. Das Weltraumlabor Space Nine ist heute von einer bisher unbekannten Gruppe okkupiert worden. Die Motive sind unbekannt. Das Labor hat erst vor 3 Tagen die Forschungsarbeit aufgenommen. Ziel ist es, Aufschlüsse über die Konsistenz der Luft zu gewinnen. Ich vermute, dass es Aliens waren. Was anderes kann ich mir auch nicht vorstellen. Oh je, die unheimliche Begegnung der dritten Art! Einmal Archivbilder des Weltraumlabors. Die Pentaclaw! Oh mein Gott, wie entsetzlich! Ich wusste gar nicht, dass die Pentaclaw eine Organisation von Außerirdischen ist! Ist sie auch gar nicht! Die Pentaclaw, was bezweckt sie nur damit? Hey! Wollen wir spazieren fahren? Seiji, das trifft sich gut. Wegen gestern, es tut mir leid. Hanni, Flash! Hanni! Fahren wir! Wohin willst du so eilig? Die Pentaclaw hat das Weltraumlabor besetzt? Ja, und ich will herausfinden, warum. Aber die sind doch im Weltraum. Allerdings, und deshalb beeile ich mich ja auch so. Und was weiter? Sag schon. Willst du dich in Space Shuttle Honey verwandeln? Ach, Unsinn. Dann vielleicht in UFO Honey. Halt einfach den Mund. Für Betriebsfremde ist der Zutritt nicht gestattet. Überlass das mir. Ich bin Pilotin, wurde wegen des Notfalls gerufen. Bitte fahren Sie weiter. Da steht es. Hä? Willst du etwa das Shuttle nehmen, das zur Rettung der Besatzung des Weltraumlabors bereitsteht? Na logisch. Aber kehr du lieber um, bevor es zu spät ist. Also was denkst du denn? Mitgefangen, mitgehangen? Ach, wenn du erstmal durchs Weltall düst, kommst du nicht so leicht wieder zur Erde zurück. Ein Grund mehr, mit dir zu fliegen. Wofür hältst du mich? Ich lass nicht zu, dass du dich allein in Gefahr begibst. Ich bin vielleicht nicht dein bester Freund, aber besser als gar keiner. Oh Mann, mach bloß nicht auf Obercool. Ich hoffe, du wirst für mich nicht nur ein Klotz am Bein sein. Bist du gemein? Sei einfach mal ehrlich. Bist du bereit?
Willkommen an Bord, Cutie Honey. Ich habe dich erwartet. Oh, eine Falle. Kluges Kind. Es wird dich sicher interessieren, dass auch das Raketenzentrum auf der Erde von uns besetzt worden ist. Wir dürfen dich nun zu einem Freiflug in den Weltraum einladen. Bedauerlicherweise ohne Rückflugticket. Hab ich mir schon immer gewünscht. Countdown zum Abschuss läuft. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sind wir angekommen. Also, ich bin beeindruckt, Pentaclaw. Eure Luftschiffe können sogar den Weltraum unsicher machen. Unsere Designer haben einen Shuttle in Form eines Luftschiffs kreiert. Es ist formschön und stabil. Ich glaube, ihr unterschätzt die Situation, in der ihr euch befindet. Willkommen hier im Weltraumlabor. Mein Warten hat sich gelohnt, Cutie Honey. Ich freue mich. Warum habt ihr die Station überfallen? Ich verfolge nur ein einziges Ziel. Ich will endlich diesen Transformer in meinen Händen halten. Reine Zeitverschwendung. Ich fasse es einfach nicht, dass du dafür sogar extra eine Weltraumbasis besitzt. Wenn du fähig wärst, die Sache zu regeln, hätte ich das auch nicht nötig. Also hör auf zu meckern und warte ab. Lerne Sister Jill kennen. Ich werde Cutie Honey aufschlitzen und ihr den Transformer aus dem Körper schälen. Aha. Cutie Honey, ich hoffe, du bist dir der Ehre bewusst, dass ich Sister Jill höchstpersönlich Hand anlege, um dir den Transformer aus deinem hübschen Leib zu reißen. Wag es ja nicht, du wirst deine Finger von Honey lassen. Da kriegt man ja richtig Angst. Dann muss ich dich wohl zuerst ausschalten, bevor ich zur Tat schreite. Honey! Nun leb wohl, mein Junge. Oh nein! Sadie! Sägewehre entsorgt, nun kann ich mich in aller Ruhe der Transformer-Operation widmen. Mein Sage. Verdammt, das bringt auch nichts! Oh nein! Es scheint mein Schicksal zu sein, ziellos durchs All zu treiben. Wie lange werde ich noch Luft zum Atmen haben? Verflucht! Honey ist in Gefahr! Wir sollten es hinter uns bringen. Ich werde jetzt kurz und schmerzvoll deinem Körper den Transformer entnehmen. Es tut mir leid. Aber auf eine Narkose wirst du verzichten müssen. Ich möchte es doch genießen, dich kräftig schreien zu hören. Und das wirst du bestimmt, wenn ich dir deine schöne Haut vom Körper reiße. Honey Flash!
bist in einem Weltraumlabor schon vergessen? Hier existiert ein perfekt funktionierendes System zur Eliminierung von Verunreinigungen. Sie werden einfach aufgesogen und ausgestoßen. Sobald im System nicht bekannte Elemente auftauchen, tritt es in Funktion. Du weißt, was das für dich bedeutet. Ich kann meine Gestalt nicht mehr ändern. Genau. Wie klug du bist. Wenn Cutie Honey sich nicht mehr verwandeln kann, ist es ein Kinderspiel, sie zu besiegen. Habe ich recht? Und genau aus diesem Grund musste ich dich hierher locken. Kaum zu glauben, dass Freddy Claw einen so einleuchtenden Grund nicht erkannt hat. Naja, der Titelchef der örtlichen Abteilung ist noch kein Beweis für Intelligenz. Sobald ich zur Tat schreite, wird Cutie Honey mit Leichtigkeit für alle Zeit ausgeschaltet. Ich darf natürlich keinen Fehler machen. Dann gehört ein anmaßendes Auftreten mir gegenüber der Vergangenheit an, Freddy Claw. Das wäre aber schade. Sister Jill! Du hast ja so ein Pech, denn auch hier wirst du total versagen. Du hast die freie Auswahl. Wo soll ich mit dem Aufschlitzen anfangen? Ich muss irgendwas unternehmen. Wie schaffe ich es nur, aus diesem Raum zu kommen? Na, an welcher Stelle soll ich denn weitermachen? Es ist zum Ausrasten. Was werden Sie wohl Honey Schlimmes antun? Verdammt, und ich treibe hier hilflos herum. Oh, nun scheint mir auch noch der Sauerstoff auszugehen. Vor meinen Augen fängt alles an zu verschwimmen. Ach, Honey, hätte ich geahnt, dass das geschieht, hätte ich mich doch bei dir entschuldigt. Wo darf's weitergehen? Am besten grabe ich meine Finger jetzt tief in deine Brust. Dieser Anblick gefällt mir sehr und auch Pentazora hätte garantiert ihre helle Freude daran. Was ist denn jetzt los? Die Stromversorgung, sie ist ausgefallen. Wir haben auch keine Ahnung warum. Jetzt! Durch den Weltraum. Space Honey. Aber mein wahres Ich ist das Mädchen mit der Kraft der Liebe. Cutie Honey. Durch mich wird sich euer Leben verändern. Ach, zum Teufel mit dir. Na, wie finde ich denn sowas, Sister Jill? Willst du das etwa eine intelligent konzipierte Strategie nennen? Freddy Claw. Steckst du dahinter? Welch übler Verdacht, so ein kleiner Stromausfall geschieht doch immer mal aus heiterem Himmel. Ich weiß, du warst es. Wenn ich Cutie Honey besiegt habe, lasse ich mir eine angemessene Strafe für dich einfallen. Du wirst Cutie Honey garantiert niemals besiegen können. Da bin ich mir ganz sicher. Ah!
immer wiedersehen, Sister Jill. Und keine Sorge. Ich werde nicht nur die Führung der Pentaclaw übernehmen, sondern auch Cutie Honey besiegen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Du kannst von mir aus bis in alle Ewigkeit durch den Weltraum treiben. Wir verschwinden! Jawohl! So, nun seid ihr in Sicherheit. Und ich muss dringend Seiji retten. Das ist gefährlich. Und wenn schon. Ich mag ihn sehr und muss alles versuchen, um ihn zu retten. Ich wünsche mir so sehr, dass du noch am Leben bist. Seiji, wo finde ich dich? Honey! Honey? Du musst durchhalten, Honey! Auf Wiedersehen, Honey. Ich liebe dich. Es ist für mich immer eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass er in meiner Nähe war. Ein Stück Gewohnheit. Seiji, ich hätte dir längst sagen sollen, was ich für dich empfinde. Aber nun ist es zu spät. Warum? Warum nur? Warum bin ich nicht meinem Herzen gefolgt? Ich wünschte mir, am Trinken nochmal an, denn dann würde ich vielleicht die für dich, die dich glücklich und auf Rang machen kann. Undenkbar, dass dies das Ende ist. Ich fühle, dass du meine Zukunft bist. Zeit vorüber, stehen wir uns gegenüber und haben die Chance. Gib mir die Kraft, all die dunklen Stunden durchzustehen, das große Ziel zu sehen, das den Einsatz lohnt. Gib mir die Kraft und den Glauben an das Glück, denn dann hab ich Mut. Den Glauben an das Glück, denn dann hab ich Mut, so wird alles gut, die Liebe kehrt zu uns zurück. Warum? Warum nur?